Der war aber eben noch nicht da, oder die? Der, die, das? Hi! Hallo! Franquin Locktrap. Ist das deine Saftmaschine? Ja, sie gehört mir und ich kümmere mich um diese Maschine. Sie ist die einzig funktionierende momentan, denn die andere ist wird gerade repariert. Wofür benutzt du sie? Sie macht Treibstoff. Wir benutzen nur Biotreibstoff hier auf diesen Inseln. Hast du nicht gerochen, wie frisch die Luft hier ist? Warum sind hier so viele Toiletten hier oben? Naja, es nennt sich die Rainbow Road. Ich denke, es hat was zu tun mit dem, mit der künstlerischen Interpretation von irgendwas, irgendwas. Sag mal, was siehst du hier oben eigentlich von deinem Haus aus? Naja, ich sehe die Villa des Bürgermeisters, wie er morgendlich seine Stretching-Routine macht. Ich sehe den Surfer Herbert, wie er Mädchen hinterher stalkt. Und wobei er ist nicht wirklich gut im Verstecken. Und ich habe ein paar Dinge durch Fenster gesehen, die ich lieber hätte nicht sehen sollen. Was für Dinge? Erzähl! Naja, sagen wir es mal so. Eine Menge Leute auf dieser Insel sind ein klein... ich kenne die Leute auf dieser Insel ein klein wenig besser, als sie es mögen würden. Das heißt also auf Deutsch, der hat den beim Pimpern zugeguckt, wie die so ordentlich einen weggesteckt haben, beziehungsweise wenn sie keine Frau haben, wie die sich die Palme poliert haben. Gut. Und wie läuft so die Morgenroutine des Bürgermeisters? Naja, er macht ein bisschen Yoga und dann ein bisschen Tai Chi. Dann trimmt er seinen Bart sehr, sehr vorsichtig. Herbert stalkt die Girls? Ja, ich glaube, er ist sehr, sehr verzweifelt. Aber lass ihn nicht an dich ran. Er bohrt übrigens auch in der Nase. Was tust du hier oben eigentlich? Ah, gut. Ach so, er kümmert sich um den Juicer und er ist ein Überlebenskünstler. Was für eine Art von Überlebenskünstler bist du? Naja, sich selbst mit Getränken und mit Essen und Wasser zu versorgen, ist sozusagen unheimlich nötig. Und ich versuche zu ernten, was ich kann und für viele Tage ohne Wasser auszukommen. Was? Erst die spuckende Vorstellung von einem... Ja, er ist wie ein Lama. Was hast du denn gerade momentan gedacht? Nichts. Was für Tipps und Tricks kannst du mir denn geben? Naja, Käfer und Spinnenessen ist eine gute Proteinquelle. Und um daran zu kommen, musst du eben sehr tief im Sand graben, um Wasser zu finden. Und wenn du kein Wasser mehr hast, dann trinkst du deine eigene Pisse. Ja, gut. Ja, okay. Super Tipp. Deine eigene Pisse trinken. Tja, was benutze ich denn damit? Ich tue den Kadaver da rein. Aha. Ich tue die Engine da rein. Lass uns das mal versuchen. Eine Menge saftigen Nektar später. Yay! Ich habe endlich mein Motor aufgefüllt. Okay. Hallo? Ich kann gerade nirgendwo hinklicken. Ich klicke mal kurz aus dem Fenster raus und wieder rein. Nö, ich kann nirgendwo mehr klicken. Tja, irgendwie hat sich das Spiel gerade weggehängt, glaube ich. Ich kann nämlich nichts mehr... Nicht mal der Doppelmausklick geht. Leertaste, Escape... Nö, funktioniert nicht. Ich bin mal eben kurz nach einem kurzen Schnitt und einem Neustart des Spiels wieder da. Bis gleich. Yo, da sind wir wieder zurück nach einem kurzen Schnitt. Ich habe das Spiel neu gestartet und tada, in meinem Inventar ist ein voll aufgefüllter Outboard Engine, der mich auf diese Insel bringen kann. Und ich stehe auch zufällig wieder hier. Und wenn ich mich umdrehe, ist da ein, Click Me. Haben wir den übersehen? Ist das etwa ein Tutorial oder sowas, was ich übersehen habe?
Helperbot, miauing. Ich bin Helperbot. Ich bin hier, um zu helfen. Botten. Hilfe? Bot. Bitte nenne deine Wünsche nach Navigation, Interaktion und Inventar. Okay, gut. Da brauche ich jetzt nicht reden. Danke für deine Zeit. Okay, gut. Da ist unser Boot. Unser Boot. So. Boot, Boot, Boot. Mein Boot, Spooby. Ich sollte mich besser drum kümmern. Tja, ich lasse Spooby besser nicht aus den Augen heute. Ich glaube, ich brauche ihn noch. Und mit der betankten Engine kann ich nach Guinea Peak fahren. Was? Nach einer kurzen Wanderung über die Karte. Flupp. Wir sind auf der Insel, wir sind auf der Insel, wir sind auf der Insel. Ja, 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 ja. So, gut. Übrigens habe ich im Steam-Forum kurz nachgelesen. Scheinbar hatte keiner diesen Absturz. Aber die Leute haben sich über die Kamera beschwert, dass die Kamera eben durch diesen Winkel hier ziemlich wenig zeigt. Aber der Entwickler des Spiels hat gesagt, bei über 1000 Draw-Calls gab es schon so ein paar kleine Probleme mit der Performance, wenn da die Kamera quasi anders ausrichtet. Weil man kann ja mit der Kamera ranzoomen und rauszoomen, aber das war's dann auch schon. Dementsprechend gab es da Performance-Probleme. Zudem hat er gesagt, dass höchstwahrscheinlich Mitte 2015 vielleicht, wenn das mit der Finanzierung und dem Geld und all dem klappt, eine zweite Episode rauskommen könnte. Also genaues steht da natürlich noch nicht fest. Dementsprechend gucken wir jetzt mal, weil eigentlich ist das hier jetzt im Endeffekt ja schon das Ende der Episode 1, oder? Was geht denn hier ab? Fette Mucke! Okay. Wer ist der denn? Hi! Warte kurz. Ich habe diese Nachricht von Richard. Was steht drauf? Bring ihr unseren Weg bei. Das ist Richard. So ist Richard. Und jetzt zeigt diese Nachricht Oscar noch. Er muss sie auch sehen. Okay. Have a delightful day, Mia. Okay. Mhm. Tja, der sieht irgendwie so, sieht so aus, als würde der hier irgendwie fehl am Platz sein. Ich glaube, ich frage mich, ob er seine Freunde in Miau Village vermisst. Was ist mit dem denn da? Hallo, Oscar. Ich habe diese Nachricht von Richard für dich. Ja, zeig sie lieber Ovidio. Okay, bye. Ich hänge hier noch ein bisschen rum. Okay, müssen wir dafür ins Haus? Okay, cool. Was liegt da? Ein Föhn. Dieser Föhn hat eine Menge, wurde ziemlich viel benutzt und missbraucht. Da, ein Paddel. Ich wünschte, ich hätte dieses Paddel früher gehabt. Okay, das war wohl nicht so geplant. Gut, mal sehen. Also dem haben wir das schon gezeigt. Können wir mit dem noch quatschen? Hi. Warte kurz. Jetzt zeigt diese Note Oscar. Er muss es sehen. Ich habe die schon Oscar gezeigt. Aber bevor wir dir unsere neuen Wege beibringen können, musst du etwas für uns tun. Was denn jetzt schon wieder? Installiere eine Pumpe, also sodass wir Zugriff auf das Salzwasser hier oben haben. Was brauche ich, um das zu tun? Eine Pumpe und einen Weg, um sie mit dem Dach hier oben zu verbinden. Tja, ich habe die Pumpe. Super, also hier ist die Anweisung, wie du sie installierst. Tja, eine Menge Arbeit später. Tja, das ist wunderschön. Perfekt. Tja, wir brauchen jetzt nur noch Strohhalme. Ich habe keine Strohhalme.
Tja, irgendetwas anders, was ich für dich tun soll? Es ist ein langer Weg hier nach oben. Es gibt leider keine Abkürzung für gute Gesundheit. Aber es dauert Ewigkeiten, hierher zu kommen. Naja, zumindest kannst du dich ständig rauf und runter teleportieren mit diesem lustigen Teleporter-Map-Ding, was du da hast. Ja, naja, eigentlich irgendwie hast du recht. Also, gibt es noch was ich für dich tun kann? Warum steht da so ein bisschen Haar von deinem Kopf ab? Es macht das aus, was ich bin. Ah, das kann ich sehen. Gibt's sonst noch was? Über die Pumpe. Wir brauchen nur ein paar Strohhalme. Aber ich habe keine. Tja, irgendetwas anderes? Ihr könnt mir ruhig mal ein paar Tipps geben, wo ich Strohhalme finde. Fragen wir den anderen mal. Vielleicht weiß der ja, wo wir Strohhalme finden. Straws? Sind doch Strohhalme, oder? Hallo, Oscar. Hup, hup, du hast die falsche Person erwischt. Ovidio ist hinter mir. Okay, bye. Ich hänge hier noch ein bisschen rum. Gut. Wo finden wir denn Strohhalme? Straws. And get them some salt water. Give note to guinea guys and get them some salt water. Okay. Gucken wir mal, ob im Haus noch irgendwas ist. Nö. Wo haben wir die Pumpe eigentlich installiert? Kann man die hier irgendwo sehen? Gucken wir mal mit Doppelmausklick, ob hier irgendwas ist. Die Schaufel ist da. Ist da irgendwas? Ach, da unten ist ein Schild. Toll. Gut. Super, wir sollen ihn irgendwie Salzwasser besorgen. Ach komm schon, Kamera. So, gut. Die Musik ist ruhig. Wie ich diese Ruhe genieße teilweise, wenn so laute Musik im Spiel an ist und ich schon seit 3 Stunden spiele und davor auch schon irgendwie 3 Stunden was anderes gespielt habe und dann im Endeffekt 6 Stunden hier jetzt schon am Rechner sitze und total unqualifizierte Scheiße von mir gebe. Ah, Quatsch, ich mache nur Spaß. Komm schon, ich mache nur Spaß. So, was steht hier? Willkommen auf Meerschweinchen Island. Beziehungsweise Meerschweinchen, auf der Meerschweinchenspitze. Ein merkwürdiges Gesicht, aber es sollte ein niedliches Meerschweinchen darstellen. Haizone? Eine 3-Tonnen Wasserpumpe. Die beste in Business für Salzwasserpumpen. Okay, da brauchen wir irgendwelche Rohre oder was? Ach, nö. Ja, wo soll ich denn... Okay. Ich gucke hier. Ach, hier sind wir. Hier müssen wir wahrscheinlich irgendwo Rohre kriegen. Gibt's hier nicht irgendeinen, für den wir irgendeinen Gefallen tun? Ist das genug für dich? Ja, jetzt nehmen sie. Ich hoffe, du kannst da ein bisschen Nutzen dafür finden. Ach so, der wollte ja nur, dass wir Dinge im Inventar anhäufen. Ich habe irgendwo bei einem der letzten Updates gelesen, dass das verbuggt war. Wenn du einen Gegenstand zu wenig im Inventar hattest, hat er dir die Gegenstände nicht gegeben. Und das wurde vor kurzem erst gebugfixt. So. Was haben wir denn gekriegt? Gucken wir mal. Eine Leiter. Okay, wir haben die Leiter gekriegt. Aber ich weiß nicht, was wir mit der Leiter machen sollen. Wir müssen ja irgendwo... Müssen wir nicht irgendwo Rohre oder so finden? Ich kann mal gucken und mich wieder auf... Nein, das ist die falsche Insel. Dahin teleportieren. Ah, jetzt müssen wir da wieder hochlaufen.